Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo vom Traro-Server. Wir haben ja umgestellt auf Mods und Plugins, also mit SpongeForge. Und jetzt sind wir gerade in einer Singleplayer-Welt, weil ich jetzt gerade noch nicht auf dem Server alles erkunden kann oder darf. Der Server ist soweit eingestellt. Jetzt werden wir morgen noch die Ränge machen und die Welten. Und dann können wir den Server starten. Eventuell Abend oder übermorgen, je nachdem wie der Techniker Zeit hat. Aber es war ein richtig hartes Stück Arbeit von beiden. Und ich weiß jetzt endlich, wie ich auch einen Server selber herstellen kann mit Mods und Plugins. SpongeForge, oder? Und allen möglichen Sachen. Und der Mod, also die Mods sind vor allem gut und vor allem die Plugins. Also echt genial. Ihr seht hier gerade das Biom-Bundle. Das ist ein Mod, der ganz viele Biome, also die Biome verändern. Wie viele Biome haben wir? Glaube ich 24 Biome in Minecraft. Vanilla. Weiß es nicht genau mehr. Und hier sind es, glaube ich, über 120 oder noch mehr. Also ihr seht hier zum Beispiel gerade, das kann ich, glaube ich, rechts unter der Minimap sehen. Jetzt ist die Minimap jetzt wieder klein. Ah ja, ich habe sie ja gelöscht, die Einstellungen gelöscht, genau. Also da muss ich ein bisschen schauen. Also das ist der Jungle Edge. Das Jungle Edge und das ist der Jungle. Und der Berg da drüben, also das ist Forest, okay. Kann's kaum lesen. Was ist denn das für ein Stein und Sand? Das ist ein Soapstone Sand. Das sieht gleich aus wie der normale Sand, einfach ein bisschen heller. Und ja, das ist auch Forest. Ah, Rufet Forest. Aber zum Beispiel sind die, zum Beispiel Rufet Forest ist jetzt gerade ein bisschen höher. Dadurch gibt es diese Face-Wand hier. Das ist sehr genial. So, was wollte ich alles sagen? Also es wird ein Rollenspiel-Server. Ihr dürft den Server betreten, habt dann aber noch keine Rechte. Ihr seid im Adventure-Modus und könnt die Adventure-Map machen, bis ihr einen OP gefunden habt, der euch natürlich dann auch gerne weiten Ränge hochschrauben kann. Also zum Beispiel dann der Bürger kann dann auch in andere Welten, in die Free-Build-Welt zum Beispiel und in die Farm-Welt. Und das machen wir einfach, damit die Spieler, die jetzt gerade den Server joinen, nicht gleich alles zerstören können. Und ja, schreibt am besten dann eine Bewerbung an dracobasel@gmail.com. See, bei Draco. Und damit ihr einfach auch sicher seid, dass ihr auf dem Server befördert werden könnt. Also zum Beispiel dieser Berg sieht ja mega geil aus. Krass. Und ja, es laggt nicht mehr so. Ja, ich habe schon manchmal ein bisschen weniger FPS als 60. Das müssen wir noch ein bisschen einstellen können. Aber das ist sowas von episch. Ja, was so geil aus. So, kommen wir zum Weiteren. Also dann habt ihr Ränge. Livestreamer haben bestimmte Ränge. Das sind leider verschiedene Ores, die nicht kompatibel sind. Dann müssen wir irgendwie kompatibel machen oder einfach entfernen die Texturen von den verschiedenen Blöcken, dass es einfach angezeigt wird. Das können wir noch alles dann einstellen. Zum Beispiel ist Twilight Forest drin. Das ist ein cooler Mod. Und das ist auch Twilight Forest. Hier ist der Status-Mod. Der Status. Spartan Weaponry. Ist natürlich auch sehr ein toller Mod. Dann haben wir einen Samurai-Schwerter-Mod. Samurai-Setting machen wir vor allem in der Streaming-Welt. Das kann aber auch gerne in der Free-Build-Welt gemacht werden oder in der Rollenspiel-Welt. Passt ja eigentlich auch so ein bisschen zur Antike, obwohl die Samurai im Mittelalter waren. Passt das schon relativ gut in die Antike. Muss ja auch nicht so korrekt sein, also es wird niemand gezwungen, ein antikes Volk zu nehmen. Random Things mit den verschiedenen Grassorten, das ist sehr cool. Da weiß ich schon, was ich machen werde. Und haben wir noch Dimensional Ores. Omarfs, Dimensionless Ores. Ganz Mega Pack. Unbedingt sehr wichtig gewesen, dass es endlich auf 1.12.2 ist. Und noch höher, glaube ich. Sehr wichtig. Dann haben wir ja, sehr viel Mega Pack.
Farms Harvestcraft, sehr wichtig. Wir müssen Hamburger herstellen. Also, dass alle Hamburger herstellen können, das ist wichtig. Oder zum Beispiel Donuts. Sind die Donuts? Ja. Werde ich dann nachher kurz suchen, unten. Sehr wichtig. Dann haben wir hier oben Blocks, genau. Ist auch drin. Mr. Crayfish Furniture Mat. Mystical World ist drin. Dann haben wir sehr viel Deco Craft 2. Iron Chest ist drin, sehr wichtig. Little Ties. Malice's Doors. Und Forestry. Sehr wichtiger Mod. Also ein sehr toller Mod, vor allem für die verschiedenen Holzfarmen. Ich brauche unbedingt das rote. Chocobolo Holztreppe. Okay, zweimal Chocobo. Ist ja zwei? Ah, feuerfest noch, okay. Ich muss das Chocobolo Holz. Ich brauche rotes Holz. Ah, wie geil. Dann haben wir noch drin Extra Bows, auch ein wichtiger Mod. Ich habe endlich mal meine elektrischen Bögen. Diamantbogen, unbedingt. Extra Anvis, auch ein toller Mod. Ender Storage ist auch wichtig wegen den verschiedenen Endertruhen. Dungeon Tactics, einfach, dass wir es ein bisschen schwerer haben, dass wir Rundspielelemente drin haben und so weiter. Und kommt nochmals Deco Craft, okay. Das ist dann der Furniture-Mod. Das kann ich. Also ihr seht, es ist ganz viel Dekoration. Also in der Freebuild-Welt dürft ihr in jedem Zeitalter machen. Also dürft auch modern leben oder mittelalterlich vom Design und von der Einrichtung modern. Dawn of Time Builders Edition. Colorful Armor, sehr wichtig für die verschiedenen Fraktionen. Comforts, auch ein sehr wichtiger Mod, damit ihr schnell schlafen könnt und so. Den Spawn vom Bett nicht immer umsetzt. Custom NPCs, so ist ein wichtiger Mod, einer der besten Mods, die je gemacht wurden. Weil man damit einfach NPCs herstellen kann. Dann Chinese Workshop. Da haben wir zum Beispiel Orange. Das ist schon rot, ja. Einfach krass. Und sogar etwas Japanisches. Cool. Oder Chinesisch, ja. Bitte Animals, also dass wir wirklich Tiere auf dem Server haben. Sehr wichtig. Armor Plus. Zum Beispiel eine Enderdrachen-Rüstung. Der ultimative Brustpanzer. Ist aber gar nicht so gut, ja. 3,9, ja, ein bisschen besser als Diamant, okay. Ich glaube, Diamant hat 7, oder hat Diamant 6 oder 5? Also schon ein bisschen OP, aber dafür haben wir auch die Monster ein bisschen stärker gemacht. So, und jetzt kommen langsam die Architekturkraft-Sachen, Aquakultur-Sachen fürs Fischen. Animal Bikes, ich werde wirklich zählen, wie viele Trolling-Sachen Reittier spawnen. Also es gibt zum Beispiel Ponybike, es gibt Bunnybike. Das können wir alles mal ausprobieren. Okay, ich kann es hier nicht probieren, ich muss das umstellen, sonst. Unset Warfare ist natürlich eigentlich einer der besten Mods, die je gemacht wurden, vom Content her und so. Da können die eigene Basen bauen und mit NPCs beschmücken. Solange der Server das aushält, werden wir das mal noch zulassen. Es kann schon sein, dass es dann einfach pro Spiel nicht mehr so viele NPCs gelten lassen. Müssen wir dann schauen wegen Performance. Advancing Fishing, sehr wichtig, weil damit kann man Sachen machen, wie zum Beispiel Tintenfische, gibt einen Tintenbeutel und verschiedene, zum Beispiel Magma-Qualle, wahrscheinlich Magma-Blöcke oder so. Dass man einfach Items, die man jetzt nicht unbedingt holen möchte als Pazifist oder so, also der nicht so gerne Monster besiegt oder so, auch bekommt.
Aktuelle Edition, es gibt auch wieder Rüstung und so. Sogar Ringe, cool, die sehen zwar nicht so schön aus. Zum Beispiel Bohrer, wieso nicht Bohrer? Hoffentlich sind sie nicht zu OP, sonst nehmen wir die auf die Blacklist. Von selbst sollte niemand sofort Obermega reich werden müssen. Ja, und dann haben wir eigentlich alles. Hier sind sogar die Keltenbefehlsblöcke und so drin. Krass. Ja, das sind momentan unsere Mods. Sie werden natürlich eventuell noch ein bisschen erweitert. Eventuell finden wir einen Mod-Hersteller, der für uns unsere Mods herstellt. Und ja, ich hoffe, es können alle Leute spielen, weil das braucht schon ein paar Gigabyte RAM, damit ihr auf den Server kommen könnt. Aber ich denke, über 4 GB RAM werden es nicht sein. Ja, ich habe zum Beispiel 32 und ja, die Weltgeneration geht jetzt gar nicht so schnell. Muss ich wieder hochschrauben, hä? Ja, geht schon wieder besser. Also, habe ich noch etwas vergessen, sonst schreibe ich es unten in die Kommentare. Ja, einfach mal die Animals anschauen, wenn die gespawnt werden irgendwo. Momentan werden eher weniger Animals gespawnt. Also in diesem Extra Animals Mod. Weiß nicht genau, wie er heißt. Also Bäume werden von Harvestcraft gespawnt. What time is the day? Ich freue mich auf jeden Fall. Auf den Server werden natürlich viel livestreamen. Livestreamer bekommen bei uns einen extra Rang und Support über und eine eigene Welt. Und ja, ich unterstütze natürlich jeden Livestreamer, egal wie viele Abonnenten er hat oder Subscriber. Ich unterstütze die Livestreamer und werde natürlich gerne auch mit euch zusammen aufnehmen in einem Livestream oder so. Und ich bin ja auch ein Livestreamer auf twitch.tv/dragobasler. Werde ich die Livestreams machen und hier auf diesem Kanal natürlich hochladen. Also ich finde jetzt gerade die Tiere nicht. Aber es gibt extrem viele Tiere. Können ja mal kurz schauen. Wie heißt der Mod eigentlich? Muss irgendwo Spawn-Eier finden. Ich schau mal kurz in der Liste. Den Mods-Ordner offen. Better Animals Plus. Habe ich doch richtig. So. Hätten wir einen Brown Bear. Ja. Ich ihn hier suchen, kurz zum Entschieden. Ja, Roots und Rustig ist auch noch drin. Ich will die Rucksäcke. Traveler's Ding. Hier kann ich ja mal der Bunny und so. Da Dino ist lustig, glaube ich. Bunny. Notch. Da ist das andere. Bunny. Ja, das waren alle. Wenn wir das noch schicken. Kurz einen Moment noch. Ich weiß gar nicht, wo der Mod ist. Ist der Animals Mod sicher der letzte? Hä? Ist der Animals Mod? Okay. Ich finde ihn nicht. Schade, dass er hier nicht drin ist. Da ist er, okay. Hat leider ein anderes Zeichen, deshalb. Also ich tue mal einfach die wichtigsten. Rausnehmen. Eichhörnchen möchte ich auch gerne zeigen.
Zuerst hätten wir einen Braunbär. Sieht ein bisschen verpixelt aus, aber ist ziemlich toll. Ah, der ist vor allem geil. In verschiedenen Farben. Rot. Krass. Die Spinnen sind mega geil. Viel detaillierter als die normalen Spinnen. Und die sehen leider immer gleich aus. Eichhörnchen sind geil. Also der Schwanz ist eigentlich alles ziemlich detailliert. Und auch in verschiedenen Farben. Okay, dann nehmen wir mal Dino, der sieht so mega süß aus. Notch ist einfach nur ein Kopf. Aha, ja, ja, genau, Äpfel spucken, hä? Hallo, geht's noch? Das ist OP, jeder bekommt Äpfel. Das ist viel zu OP. Ja, ja, back herum. Was, der frisst? Er frisst einfach die Spinnen. Oder der Dino. Ja, ganz genau. Okay, ja, ja. Und schöner Name hast du. Kannst du nicht mal ein bisschen besseren Namen haben? Ah, Chicken. Chicken Nuggets. Ja, der kann nicht mal fliegen. Okay, ein Chicken. Ja, ist recht schlecht. Chicken Bag. Aber Ding Pony ist sicher OP. Ja, ja. Boah, kann man hier schnell fliegen. Okay, Shift darf man nicht drücken. Und ist das Server. Hallo? Funktionierst du? Hä? Das hat mich irgendwo in die Erde reingebackt. Ja, sicher. Das ist ein Troll. Ja, das müssen wir rausnehmen. Solche Trolls möchte ich nicht mehr sehen auf diesem Server, gell? Das ist ein Troll. Der trollt mich. Der trollt mich einfach. Ah, ich habe ja gar nicht den Server mit Plugins. Ja gut, es ist ein Troll. Ja, ja, ja. Okay, schnell löschen. Schnell löschen. Wo ist es hier? Besiegen. Das ist ein Troll. Den müssen wir rausnehmen. Wenn jemand das spawnt, dann wird er getrollt. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja, was bekommt man? Ja, das Ponybike natürlich wieder zurück. Das ist ein Troll, okay. Bestanden. Aber was ist das? Aha. Genau. Ein Naturkern. Das irgendwie aufmachen? Kann man das kaputt machen? Geht zu lange. Aber eigentlich müsste ja hier irgendwo eine Kiste sein. Ah, das ist hier. Okay. Ja, genau. Vollschrott. Jetzt kommst du dran, Notch. Hast hier nichts zu suchen. Ah, es tötet mich. Ah, es tötet mich wirklich. Kannst fast nicht treffen. Ja, es hat mich getötet. Ja, sicher. Weil es nicht treffbar ist. Ja, genau. Husch. Jetzt ist es weg. Okay, Animal Bikes müssen wir noch ein bisschen verändern. Das dürfte ich gerne im Singleplayer machen, aber auf dem Server macht das natürlich viel zu schlecht. Schlechte Sachen. Könnt ihr mal kurz sagen, ob ich das wollte? Nee, lieber nicht. Hallo! Ich will mal kurz schauen, was das für ein Gegner ist. Ist es kein Gegner? Okay. Closest Enemy Market. Kann ich dich töten? Und dann habe ich's. Hey! Was soll das? Boah, jetzt kommt eine Wache. Lass sich ein OP Cross. Oh, sagte ich schon, die Fackel wäre noch einer. Da oben ist noch einer. Ja, sicher, jetzt sind überall hier NPCs. Und ich bin geslowt. Ja. Was ist eigentlich das für ein Menü? Kennt sich jemand mit Chai aus? Ah, das ist ein Heilstrauch, oder? Ja, das ist ein Heilstrauch. Sehr gut.
Wie heißt das? Sanguine Rose. Ja, habe ich das gleiche schon im Livestream mal angepflanzt. Das ist wichtig. Ein Heilstrauch. Jetzt brauchen wir nur noch einen Essensstrauch. Ich glaube, das ist ein böses. Der macht Schaden dort. Ja, Bramble macht Schaden. Der hat Dornen. Ja, leider gibt es keine... Doch, hier gibt es die ersten selber gespawnten. Krass. Diese Animationen sind zwar ein bisschen hölzig, also zu viel Rennen, zu viel Beine bewegen für das kleine Rennen. Aber ja, gut. Fuchsia. Almond Leaves. Almond sind, glaube ich, die... Nein, nicht die Datteln. Was ist man an der Fasnacht in der Schweiz? Mandeln. Almond ist Mandeln, glaube ich. Boah. Sindeblum sendet uns an. Okay. Ja. Oh, Palmen, ja. Viel bessere Palmen als in der anderen Mod. Aber die werden, glaube ich, auch gespawnt vom anderen Mod. Traubenbaum. Das ist ganz normal ein Traubenbaum. Aber dafür richtig cool. Ah, und die spawnen auch noch. Die sind eigentlich relativ gut am Anfang für schnelle Nahrung. Da haben wir Pau Pau. Kann nicht mehr aufhören, euch das zu zeigen. Also ich finde das Modpack richtig toll. Wenn ihr auch dafür seid, ja, schreibt es in die Kommentare, dass wir doch einen super Server machen können. Wird wahrscheinlich anfangs noch nicht so viele Spieler haben, aber das geht in Ordnung. Ja, hier ist halt ein blödes Burggebäude im Wasser gespawnt. Sieht jetzt nicht so schön aus. Aber vor allem die Dörfer sehen mega schön aus jetzt. Fasane. Und diese Geräusche in einem Dorf sind immer andere Geräusche. Schon krass. Also ich freue mich riesig. Jo, morgen, ab morgen oder übermorgen gibt es dann Livestreams von mir. Der Server ist eben offen für alle Spieler. Und momentan ist er noch gewitelistet. Nicht wundern, wenn ihr die Server-IP und so habt vom Livestream, ihr könnt noch nicht drauf. Erst wenn es wirklich alles angestellt ist. Also es wird morgen oder übermorgen so sein. Jetzt gehen wir noch kurz in diese Schlucht runter. Seifenstein. Siltstein. Ignite. Seifenstein. Silt. Silt ist ja Seide, oder? Ich glaube, Silt ist Seide. Hier oben. Seifenstein, Sandstein, okay. Hört ihr die... diese Vögel? Ist das für ein Vogel? Indica. Tönt irgendwie wie ein Tropenvogel, also nicht ein heimischer. Kenne ich also noch nicht so gut. Oh, was ist denn hier gespawnt? Ah, auch wieder so ein mega Burggebäude. Ah, ein Ork, eine Orkburg. Oh, ein Goldschild. Ein Goldschild? Krass. Sieht man, doch, man sieht's, okay, sehr gut. Von hier, von dieser Seite sieht man es nicht so gut. Die Wildschweine. Passt auf mit diesem Modpack von den Wildschweinen. Die sind mega OP. Und das bekommt ein Herz, weil es gewonnen hat. Also ihr seht es, die Monster haben keine Chance. Aber die hauen sowieso nur ab. Komm, wir gehen Wildschweine jagen. Das wird eine Meme. Aus Gothic 1 ist das eine Meme. Nein, aus Gothic 3. Und das benutzen wir auch auf dem Server, weil Gothic langsam ausstirbt, leider. Ich hoffe, dass es bald ein Gothic 4 geben wird. Und nicht Arcania Gothic 4. Das ist nicht ein offizielles Gothic. Das akzeptieren wir Fans von Gothic nicht. Deshalb, ja. Wir akzeptieren es nicht. Gothic war die beste Spielerserie der Welt. Wieso wird das nicht weitergemacht? Runarbeits, bitte macht es weiter. Okay, sehr interessanter Landstrich. Schauen wir mal kurz. Steppe.
Steppe. Überall Steppe, aber wieso ist hier anders gerade? Ah, jetzt ist er ein Lichtbock. Okay. Ja, diese Häuser gibt es auch leider viel zu oft. Von welchem Mods ist das? Sticker World, ja. Also, dann beenden wir mal das Video. Ich mache wieder viel zu lange Videos, tut mir leid. Aber Dankeschön fürs zahlreiche Ansehen. Ich bekomme langsam schon mehr Aufrufe, aber natürlich ist alles ein bisschen schwer als kleiner Anfänger-YouTuber sozusagen, der schon mehr als 9 Jahre Livestream, also YouTube-Videos macht über Games. Bin halt noch nie so richtig groß geworden, aber mit eurer Hilfe schaffe ich das. Und ja, freut mich einfach für euch riesig, dass ich euch so unterhalten kann momentan. Also die Twitch-Zuschauer sind vor allem sehr zahlreich, die YouTube-Zuschauer pro Video auch. Und auf jeden Fall ein dickes Dankeschön. Und wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Wenn ihr bewerben wollt für den Server, ich kenne euch noch nicht oder so, dann bitte eine Bewerbung an dracobasler@gmail.com. Unten ist nochmals die E-Mail-Adresse verlinkt in der Videobeschreibung. Unbedingt mal in die Videobeschreibung zu schauen, da gibt es noch andere Sachen, die ihr wissen wollt, eventuell. Und ja, diesen Stein nehme ich mit. Babyblau, Babyblau. Yay. Cool, ich bin in einem Busch. Ich bin in einem Busch. Yeah, baby. Tschüss. Holen dann noch einen anderen Skin. Ich will nicht mehr König sein. Ich will Samurai sein oder Ninja. Ja. Tschüss.